Jetzt mal was ganz anderes. Zikaden spielen ja in unserer Wahrnehmung eigentlich eher kaum eine Rolle. Sie sind klein und flink und deshalb sehen wir sie auch ganz, ganz selten. Dafür sind sie überall im Garten, an den Rosen, im Rasen und an den Rhododendren. Und dabei hinterlassen sie Spuren, die uns zum Teil gar nicht so lieb sind. In Südfrankreich gehören Zikaden zum Garten, so wie Artischocken und süße Tomaten. An jedem Zaunpfosten klettert bei gutem Wetter ein Männchen herum und schnarrt, was das Zeug hält. Ohne diese Singzikaden wäre der Sommer hier kein Sommer. Leider gibt es aber unter den Zikaden nicht nur Sänger, sondern auch Schädlinge. Denn alle Zikaden sind Saftsauger, die mit ihrem Rüssel Pflanzen anstechen und dabei auch manchmal schädigen. In unseren Breiten sind diese schädlichen Zikaden meist sehr klein. Wie zum Beispiel die Rhododendron-Zikade. Sie wurde aus Amerika bei uns eingeschleppt. Und mit ihr ein gefährlicher Pilz. Die Zikaden übertragen die Pilzsporen, wenn sie im Herbst ihre Eier in die Rhododendron-Knospen legen. Das Resultat sieht so aus. Die Knospen sterben ab und auf ihren Schuppen wachsen die länglichen Fruchtkörper der Pilze. Mit einer solchen Blütenpracht ist es dann vorbei. Entfernt man allerdings die abgestorbenen Knospen im Frühjahr, hat man eine Chance, den Pilz einzudämmen. Denn dann kommen die frisch geschlüpften Zikadenlarven nicht mit den Pilzsporen in Kontakt und verbreiten sie auch nicht weiter. Eine andere schädliche Zikadenart lebt hier, im Kräuterbeet. Sie verursacht weiße Flecken an Oregano und anderen Lippenblütlern wie Rosmarin oder Minze. Der Übeltäter ist diese winzige, nur wenige Millimeter große Kräuterblattzikade. Und auch an den Rosen wird gesaugt. Auch hier findet man weiße Flecken auf den Blättern. Das war die Larve der Rosenzikade. Sie ist nur einen Millimeter groß und sehr schwer zu entdecken. Jetzt im Spätsommer legen die erwachsenen Rosenzikaden ihre Eier in die Rinde. Ein Rosenschnitt im Herbst verringert deshalb den Befall im nächsten Jahr. Und zu guter Letzt die frisch eingewanderte Büffelzikade. Auch sie stammt aus Amerika und schädigt hier nun Obstbäume und Reben. Trotz all dieser Negativbeispiele, die meisten der 600 Zikadenarten in Deutschland sind völlig harmlos. Wie zum Beispiel diese Schaumzikaden. Sie erzeugen den im Volksmund Kuckucksspeichel genannten Schaum an Pflanzenstängeln. Den Schaum stellen die Larven her. Er schützt sie vor Hitze, Trockenheit und Feinden. Und auch wenn er nicht besonders appetitlich aussieht, er schadet im Garten niemandem.